Interessen. Die amerikanische Wirtschaft ist am Boden. Die amerikanische Wirtschaft, der amerikanische Staat ist tiefer im Schuldenschlamassel als Griechenland und alle PIGS-Staaten zusammengenommen. Schritte vorzubereiten. Es gibt zwei Gründe, warum sich an der amerikanischen Kriegs- und Außenpolitik auch unter Obama nichts geändert hat. Der erste Grund ist, it's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, du Dummkopf. Ja? Die wollen uns immer weismachen, es geht um Menschenrechte oder um Religion oder dies und das. Aber es geht im Grunde doch um Wirtschaft, Wirtschaftsinteressen. Die amerikanische Wirtschaft ist am Boden. Die amerikanische Wirtschaft, der amerikanische Staat ist tiefer im Schuldenschlamassel als Griechenland und alle PIGS-Staaten zusammengenommen. Wir haben, als die DDR unterging, Ende 1989 auf 1990 zugehend, hatten wir plötzlich Statistiken. Ja, die DDR ist bankrott. Schalk-Olakowski hat Devisenprobleme, man kann sich nicht mehr finanzieren, die Importe. Hat sich herausgestellt, die DDR hat eine Auslandsverschuldung, eine Netto-Auslandsverschuldung gehabt, nach Zahlen, die sogar noch bestreitbar sind, damals von 17% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die USA aber hatten schon vor dem 11. September eine Netto-Auslandsverschuldung in Höhe von 35% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das war vor dem 11. September 2001. Griechenland ist doch kein Einzelfall. Es gibt fast kein Land, das nicht in kürzester Zeit bankrott wäre, wenn es plötzlich 14% Zinsen auf seine Schulden zahlen müsste. Und überlegen wir doch mal, was hier wirklich passiert ist. Nahezu alle Industrieländer haben seit 2007 ihre Schulden beispiellos erhöht. Aber nicht, weil sie plötzlich alle angefangen haben, Sozialgeschenke an ihr Volk zu verteilen, sondern weil diese Länder ihre Banken und Finanzinstitute gerettet haben, weil sie deren Giftpapiere, deren Verluste auf die eigene Kappe genommen haben. Das ist doch das, was stattgefunden hat. In Deutschland ist der Schuldenberg alleine infolge der Bankenrettung nach Angaben der Bundesbank um 98 Milliarden Euro angestiegen. 98 Milliarden Euro Schulden, die wir alle an der Backe haben. Und gleichzeitig macht die Deutsche Bank, einer der indirekten Hauptprofiteure dieses Rettungspakets, schon wieder 30% Eigenkapitalrendite, erhöht die Dividende um 50% und zahlt Herrn Ackermann einen Bonus von 10 Millionen Euro. Die Union hilft Ihnen, mehr aus sich zu machen. In der Vergangenheit warteten fast 200.000 Menschen zu jeder beliebigen Zeit auf Organtransplantationslisten, in der Hoffnung, dass jemand anders stirbt, damit Sie vielleicht überleben. Doch dank moderner Biomedizin sind die Tage des Wartens und Betens vorüber. Die Union bietet Und wenn Sie sich die volle Summe von 618.429 Dollar nicht leisten können, bieten wir monatliche Raten zu einem effektiven Jahreszins von 19,6%. Allgemein üblich für eine gewöhnliche Bauchspeicheldrüseneinheit. Frank Mercer, Union Manager. Ich höre, Sie haben ein Anliegen. Erschwinglichkeit ist ganz normal. Zuallererst darf ich Ihnen versichern, dass unsere Kreditabteilung einen Plan finden wird, der Ihrem Lebensstil angeglichen ist. Und sollten Sie in Rückstand geraten, gibt es eine dreimonatige Schonfrist. Erst nach dem sechsten Tag des vierten Monats der Nichtzahlung erfolgt die Rückübereignung. Auf unsere Kosten natürlich, durch unsere qualifizierten Techniker. Gut, ich weiß nicht genau, was Sie in den Nachrichten gehört haben, aber so etwas passiert so gut wie nie. Und ich muss Ihnen sagen, Sie schulden es Ihrer Familie. Sie schulden es sich selbst. Gut. Wenn Sie jetzt einfach hier unterschreiben und hier und Initialen hier, können wir loslegen. Er wird unterschreiben. Jeder unterschreibt. Hi.